Wir bestimmt noch mal hier hinkommen, storymäßig. Vor allem, wer ist das da? Ist das auch eine Walküre oder ist das irgendwas anderes? Weil wir haben ja, ich habe ja vorhin gesehen, wir haben 4 Walküren in diesem Spiel. 3 Drachen können wir insgesamt retten. Einen haben wir gestern geholt. Echt, ey, erstmal Drachen retten. Ach, er! Ich dürfte gar nicht hier sein. Ist das kalt? Los, schnell, gib mir deine Klingen. Warum? Ich hab dir doch gesagt, ich will dir helfen. Mach schon. Meine Ausrüstung ist in Midgard. Bin gleich zurück. Er wird sie doch nicht klauen, oder? Hier. Jetzt sind sie bereit für die Winde von Hel. Ziel mit den Klingen auf diese magisch leuchtende Stelle und wirf. Wie hat er das so schnell gemacht? Oh nein, darf ich nicht, das Spiel hängt schon wieder. Ach nee, oh Gott sei Dank. Ziel ja. Jetzt mit deinen Klingen auf die Windfalle. Mit deinen Kriegsbrüchen kannst du die Winde von Hel absorbieren und freisetzen, wann immer es dir gefällt. Gern geschehen, ich bin da mal weg. Hier ist es kalt genug, um einem die Nasenhaare gefrieren zu lassen. Manchmal frage ich mich, ob es in seinem Hirn einmal eine Art Unfall gegeben hat. Wir waren viel zu lange fort. Ich finde die Zwerge aber cool. Das sind halt so Nebencharakter, die vergisst du nicht so schnell. Ich denke immer noch an die Sache von vorhin. Zeus war dein Vater? Nicht jetzt. Konzentrieren wir uns darauf, Hel zu verlassen. Da muss ich dir zustimmen. Dann bewahre ich diese kleine Perle in aller Stille für später. Da oben. Ich habe mich gerade schon gefragt, wie soll ich denn das jetzt hier hinkriegen, die Tür zu öffnen? Nee, warte mal, die habe ich doch schon. Warum kann ich das noch? Ah, jetzt geht's. Glaube ich. Okay, wo habe ich jetzt hier noch Wind, damit ich das da reinpacken kann? Oder kann ich wieder rausziehen? Nö. Dann müsste ich doch hier bestimmt noch irgendwas haben. Was ist das, einfach nur Deko gerade? Was kann auch sein? Let's go.
Jetzt mach dich besser gleich auf zu deinem Jungen. Ja, wir helfen euch nochmal. Wir sollten nicht zögern. Sofort zurück nach Midgard mit dem Herzen. Nein, 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 sollte das schon drehen. Wo ist das denn? Vater, was soll's? Endlich verstehe ich! Verfluch dich, Baumler, an der Hüfte vom Geist Spartas! Nenn mich nicht so. Versteh mich nicht falsch. Von dem, was ich gehört habe, hat er es das Panzer verdient. Aber ich muss das erstmal verdauen. Ich weiß, du hast Götter, aber du kannst ihnen nicht fernbleiben, oder? Sag dem Jungen nichts davon. Er darf es niemals wissen. Schwachsinn, Mann. Mit Verlaub, Schwachsinn. Er muss es wissen. Ohne die Wahrheit wird er niemals er selbst sein. Hör mal, ich verstehe dich. Du hast die Götter. Alle Götter. Es ist kein Zufall, dass dich das auch einschließt. Und es schließt den Jungen mit ein. Siehst du das nicht? Er spürt es. Er kann nichts dafür, was er ist. Nicht mal im Ansatz, weil du es ihm nicht gesagt hast. Alles hängt zusammen, Mann. Du wirst ihm nichts sagen. Haschi. Erinnerst du dich noch an die Abkürzung zwischen den Welten? Ich habe sie verbessert. Oder vielleicht auch vermurkst. Die brauchen wir. Das weiß ich doch. Also habe ich mit den Winden von Hill dafür gesorgt, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Jetzt könnt ihr mit mir hin und her reisen. Wenn sie nicht vermurkst ist. Dann kommen wir damit zu Freya. Das ist eine sehr gute Idee. Und vielleicht nicht ganz rund, aber es wird schon klappen. Jetzt geh an. Hier sind wir falsch, aber nah genug. Er meinte, es läuft nicht ganz rund. Beeilen wir uns. Also sind doch da. Das Herz. Du hast es. Ja. Handrücken. Er ist immer noch krank. Das Fieber ist bald weg. Aber zur Heilung muss er die Wahrheit kennen, was er ist. Ja. Es ist nicht so einfach. Richten wir ihn auf. Ich habe ebenfalls einen Sohn. Aber wir haben uns schon sehr lang nicht mehr gesehen. Bei der Geburt zeigten die Runen einen jähen Tod. Das Kind in meinen Armen war so klein, so hilflos. Ich wusste sofort, ich würde alles tun, ihn zu schützen. Egal um welchen Preis. Natürlich tat ich alles nur für mich selbst.
meinen Willen, meine Ängste, zog ich seinen Wünschen vor und erkannte seinen Groll erst viel zu spät. Mach nicht denselben Fehler. Glaub fest an ihn. Die Wahrheit ist nicht einfach. Doch nichts ist einfach mit einem Kind. Es ist ein Fluch. Der Junge wurde verflucht. Geh nicht ohne mich. Werde ich nicht. Mir geht's besser. Das sehe ich. Kann er denn wieder reisen? Vorerst. Kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es. Gut, dann bemühe dich darum. Freya, das vergesse ich dir nicht. Danke. Dein Vater hat den Großteil geleistet. Du solltest bleiben, dich erholen. Du hast genug getan. Ihr wisst, meine Tür steht euch immer offen. Das ist Vanaheim, nicht wahr? Das hast du herausgefunden? Das Fenster sieht aus wie Bifrostkristall. Und ich weiß, dass es nicht nach draußen zeigt. Und naja, es macht dich traurig. Für jemand, der so jung ist, bist du weiser. Ja, dies ist ein Fenster zu einer lang verlassenen Heimat. Aber es ist nur ein Ausblick. Das, was mit dir in Alfheim passiert ist, du kannst Midgard nicht verlassen, oder? Ein Geschenk von meinem früheren Mann nach unserer Trennung. Warum sperrt Odin dich in Midgard ein? Pure Grausamkeit wäre für ihn schon Grund genug. Doch wie bei all seinen schnellen Entscheidungen trieb ihn die Angst an. Vivarnen waren die größte Bedrohung der Asen, bis unsere Heirat den Frieden brachte. Viele der Vanen glauben nun, ich hätte sie verraten. Für mein Opfer werde ich von meinem Volk gehasst. Mich hier einzusperren heißt, dass ich es nie richtig stellen kann. Komisch, dass sie nicht gesagt hat. Also ich habe mich gefragt, warum wohnst du unter einer Schildkröte? Er war mein erster Freund hier in Midgard. Er bot mir einen Unterschlupf und zum Dank dafür schütze ich ihn vor allem Bösen aus dem Wald. Goldener Keiler, riesige Schildkröte, du hast interessante Freunde. Hat's auch. Hat sie im Endeffekt auch. Wer wohnt schon unter einem Pokémon? Voll, der Junge hat jetzt nicht gesehen, dass Kratos zufälligerweise Chaos-Klinge in der Hand hat. Nun denn, bevor Rudi uns so grob unterbrochen hat, wollten wir gerade Tirs Gruft erkunden. Ja, um die schwarze Rune zu finden. Junge, kennst du den Weg von hier aus? Oh, ich weiß nicht. Klar weißt du es, Kleiner. Wir brauchen ein Boot. Weiß nicht. Ja, wir brauchen wohl ein Boot. Also gut. Er wirkt schon wieder anders, der Kurz. Er wirkt so bedrückt vor allen Dingen. Aber ich habe mich gerade gesehen, dass ich noch was vergessen habe hier. Ich habe gerade irgendwo einen Hammer gehört, einen Amboss. Und ich kann das hier rausziehen, die Dingens. Nein, falsche Waffe. Ah, okay, das ist schon offen.
Ich weiß aber nicht, wie ich das gemacht habe, weil es ist jetzt erst, dass wir es jetzt erst gekriegt haben. Da waren wir schon mal, das weiß ich. Da können wir den da rein machen. Kriege ich das von der Zeit her hin? Wir probieren das mal. Wir haben ja nur 10 Sekunden. Na. Hat er uns jetzt was gebracht? Ich glaube gar nichts. Oder wir brauchen das vielleicht für irgendwas später noch. Das kann auch möglich sein. Ansonsten, wir können mal kurz gucken. Truhen habe ich soweit alle leer gemacht. Drüben ist noch was. Frage aber ist gerade, wie komme ich darüber? Könnte ich wahrscheinlich von da unten durchkommen. Das ist das, was wir jetzt mal genutzt haben, um die Sachen wegzusprengen. Ah, guck mal, wir haben doch nur noch unseren Meißel. Der brennt doch so schön und dann zählt das da nicht. Aber ganz wichtig, nochmal safen. Aber wir wieder eine Valkyrie finden. Das ist eine Valkyrie. Können wir mal probieren, wir haben jetzt andere Waffen. Mal gucken, ob das jetzt besser läuft als gestern. Oh, was habe ich denn hier? Kann ich nicht mitnehmen. Noch eine. Was machen wir mit ihr? Was immer ihr tut. Seid vorsichtig. Die ist bestimmt stärker als die andere. Was passiert? Mach dich bereit. Come on.
Ja, nimm doch mal den blöden Stein. Ja, ich glaube, die kriegen wir auch nicht. Zu viele Gegner. Ich krieg die nicht so schnell kaputt. Machen wir später nochmal. Aber wir haben ja ordentlich Schaden zugefügt. Die hat einfach zu viele Gegner gleichzeitig da. Das ist, kriegen wir noch nicht hin. Ist aber eigentlich kein Problem. Das sollten wir hinkriegen. Wieso geht das jetzt hier nicht aktiv? Ach, ich kann hier nicht weg. Ich kann nur hier hin oder wie? Ah, egal. Sind wir bestimmt kaputt, aber haben wir ordentlich zugesetzt. Wir sind auch erst Level 5, glaube ich, ne? Ja, 5. Weiß natürlich jetzt auch nicht, ob wir, wenn wir die Hauptquest weitermachen, also die Hauptquest jetzt durchspielen. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt haben von der Hauptquest. Kann ich das nicht sehen? Karte? Wir haben derzeit Abschluss von 49%. In der Region haben wir derzeit 74. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir die dann kaputt kriegen. Und umso weiter wir kommen in der Hauptquest, umso mehr Sachen schalten wir auch wiederum frei. Deswegen müssen wir mal gucken, wie weit wir Nebenquests machen können. Denn ich würde jetzt erstmal vielleicht überlegen, die Hauptquest weiter zu spielen. Gucken, was wir da freigeschaltet kriegen. Und ob wir den Safe-Game dann weiterspielen können. Ohne jetzt New Game Plus zu spielen. Zum Boot wollten wir, genau. Ach ne, ich wollte da hoch. Ich wollte eigentlich da hoch. Wie komme ich denn jetzt? Ob das geht. Ich den in die Mitte packe. Ah, okay. Ich habe so die Befürchtung, wir müssen hier rüber. Und dann das da reinpacken. Kriege ich das hin in 10 Sekunden? Muss mal probieren. Na, geht das nicht? Ne, den kriege ich nicht auf, oder was? Nö, den kriege ich nicht auf. Beziehungsweise, der ist nicht auf. Nö, kann ich noch nicht machen. Ist mir noch verwehrt, das Ganze. Deswegen geht das momentan nicht. Gut. Wissen wir es auch schon mal. Gehen wir mal Richtung Hauptquest. Ach, guck mal da. Kann ich aber auch nichts machen. Das ist so doof gerade. Wir kommen jetzt wieder zurück. Warte mal, können wir unsere. Wir haben doch noch XP, genau, wir haben doch noch XP. Können wir mal eben gucken? Können wir noch nicht. Wir haben noch nicht das Level up. Das nehmen wir mal mit. Das haben wir fast alles. Kann ich nicht, habe nicht genug EP. Genug EP. Junge, guck dir die Krieger alle an, Junge. Junge, so kein Interesse.
Wie weit geht das hier runter? Ah, siehst du? Das Boot ist gestrandet. Jemand hat vorhin geschlagen. Na super. Steig ein. Ich werde es ziehen. Das Wasser ist noch mal tiefer gegangen. Du bist still. Geht's dir nicht besser? Hm? Doch, tut es. Ich weiß, du hast mich und Freya gehört. Du glaubst, du begreifst, tust du nicht. Warum sagst du nichts? Du sagst, ich bin verflucht. Ich bin schwach. Ich bin nicht wie du. Ich bin nicht das, was du wolltest. Aber nach all dem dachte ich, das hat sich geändert. Du weißt nicht alles, Junge. Nein. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Ich bin ein Gottjunge. Aus einem anderen Land, weit von hier. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Junge, hast du nichts zu sagen? Kann ich zu einem Tier werden? Kannst du zu einem Tier werden? Nein. Nein, das glaube ich eher nicht. Ich bin ein Gott. Und Mutter? War sie eine Göttin? Nein. Sie war sterblich, aber sie wusste, wer ich bin. Ich bin ein Gott. Warum hast du nie was gesagt? Ich wollte es dir ersparen. Ein Gott zu sein, kann ein Leben voller Kummer und Leid bedeuten. Das ist der Fluch. Was kann ich denn so? Kann ich fliegen? Unsichtbar werden? Ich fühle mich nicht wie ein Gott. Ich kenne deine Kräfte als Gott nicht. Aber sie werden sich zeigen. Ich kann nicht zu einem Wolf werden? Ich lasse mich gerne überraschen. Höre ich deshalb manchmal Stimmen? Hast du wirklich nie welche gehört? Nicht so wie du. Das ist nicht überraschend. Jeder Gott ist einzigartig. Also werde ich vielleicht nicht so stark wie Vater. Bekomme aber eigene Fähigkeiten? Die hast du doch jetzt schon, Jungchen. Deine Sprachbegabung ist außergewöhnlich für jemanden, der so jung ist. Die Zeit wird zeigen, wozu du sonst noch fähig bist. Du hast es also gewusst. Ja, aber ich habe mehr als mich offenbar auch. Wer wusste wohl noch, dass ich ein Gott bin? Früher natürlich. Brock und Sindri? Sie müssen es nicht wissen. Baldur! Weiß er es? Verfolgt er uns deshalb? Kennst du ihn von früher? Am Tag der Beisetzung deiner Mutter sah ich Baldur zum ersten Mal. Das ist die Wahrheit. Hey, wir müssen doch nicht direkt zu Tyrsgruf zurück, oder? Ich meine, wir sind Götter. Wir können tun, was wir wollen, stimmt's? Worauf hättest du jetzt Lust? Ich werde es dir zeigen. Ich auch, speichern wir erstmal. Ich habe so das Gefühl, dass er jetzt weiß, wo jetzt ein Gott ist, dass das richtig nach hinten losgehen wird. So, gefallene, erledigte Gefallen haben wir noch nicht alle. Helheim haben wir auch noch nicht alles. Odins Rahmen erledigt. Was haben wir denn hier? Halbküre, Kara. Achso, das ist die, die wir gerade gefunden haben.
Ich will aber trotzdem jetzt erstmal die Hauptquest weitermachen, damit wir das eine oder andere noch freigeschaltet bekommen. Und nachher dann, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Wo ist die Hauptquest? Achso, da vorne ist die Hauptquest. Und dann zum späteren Zeitpunkt dann vielleicht den Rest machen, was man so finden kann. Dass wir versuchen, das Spiel so weit wie möglich auf 100% zu bekommen. Weil es soll wohl noch stärkere Gegner geben. Aber ich würde ganz gerne... Ohne Unterbrechungen. Ich hoffe. Ich würde aber ganz gerne erstmal alles sammeln, gucken, was man noch so verbessern kann. Weil ich habe so das Gefühl, aktuell reißen wir noch nicht so viel. Deswegen mal gucken, was es da noch so gibt. Auf ein neues. Hoffentlich ohne, dass das Spiel abstürzt. Lies vor. Den Tod ich selbst ich verschlinge, auf das ich wieder Leben bringe. Oh, das gefällt mir. Ob ich das wohl verfasst habe? Hm. Okay, und jetzt? Bereit? Aber ich weiß nicht, was das sein soll. Vor allem, was erheint. Ich habe hier keine Bilder, nix. Ist das dort die Antwort? Da steht Erde. Verschlingt den Tod, bringt wieder Leben. Los. Jürt. Hätte ich in Alfheim gewusst, dass ich ein Gott bin? Hätte ich mich nicht so schlecht dabei gefühlt, Alben zu töten. Eine sehr eigenwillige Schlussfolgerung. Du musst nichts bereuen. Die Alben haben sich uns aufgedrängt. Nein, ich verstehe es jetzt. Wir hatten Götter Dinge zu erledigen und dann kamen sie und haben uns in ihre kleinen Probleme reingezogen. Sollten wir das so im Raum stehen lassen? Ich meine, seit ich weiß, dass wir Götter sind, fühle ich mich so viel stärker. Vielleicht fühlst du dich gerade etwas zu gut. Macht stellt dich vor eine schwere Wahl, Kleiner. Du kannst entweder dir selbst dienen oder dich in den Dienst anderer stellen. Wie Tier. Sie haben ihn geliebt, ha? Huh? Ja, ein Gott des Krieges. Doch einer, der für den Frieden kämpfte. Es hieß, er war heroisch und gerecht und setzte Macht und Wissen ein, um Kriege zu beenden, anstatt sie anzufangen. Also gibt es gute Götter? Das soll alle paar Monde mal vorkommen, ja. Hier werden Orte erwähnt, die ich nicht kenne. Offenbar ist Tyr gerne gereist. Tyr glaubte, dass der Verstand und nicht pure Macht Krieg und Chaos verhindern könnte. Und er wusste, dass ihm der Besuch anderer Kulturen eine Weitsicht gab, die er daheim nie erlangen würde. Odin häufte Wissen an und bewachte es eifersüchtig. Tyr hingegen war offen und teilte seine Lehren und seine Weisheit. Deshalb liebten die sterblichen Tiere und brachten ihm Geschenke aus der ganzen Welt. Ja, die sind echt gut. Das ist echt gut gemacht, das Spiel. Und was ist mit Tyr passiert? Odin sah in ihm eine Bedrohung für seine Herrschaft. Er verdächtigte Tyr, mit den Riesen gemeinsame Sache zu machen, anstatt zu helfen, ihre Geheimnisse für die Asen zu stehlen. Das hat er mir auch vorgeworfen, wobei er in Tyrs Fall recht hatte, glaube ich. Tyr hat den Riesen geholfen? Ich glaube schon, er fühlte sich verantwortlich für das Leid, das Odin über sie gebracht hatte. Ich vermute, er hat ihnen geholfen, ihre Spuren zu verwischen. Der fehlende Weltenturm. Genau. Was immer mit ihm geschehen ist, konnten die Riesen meiner Ansicht nach nur gemeinsam mit Tyrs Hilfe durchführen. Wo ist diese Schwarze? Komm. Keine Ahnung. Ich war noch nie. Der Stein! Das muss sie sein! Ich will ja nicht einfach diese Rune einfach so bekommen. War ja klar. Ach, das ist wieder so ein... Das wäre so einfach. Nein. Ich hatte es aber gehofft. Und was jetzt? Ja, lass mich mal gucken. Wir haben da, können wir Wind rausziehen? Kann ich das irgendwo reinpacken? Oh, die, gegen den müssen wir gleich kämpfen, 100%. Bruder, eine Falle für die Winde von Hel.
Aber was glaubst du, wo die Winde sind? Die Winde wovon? Oh, hatten wir das nicht erwähnt? Als du krank warst, haben wir in Helene dein Heilmittel geholt. Wirklich? Keine schöne Erfahrung übrigens. Aber dein Vater hat einen neuen Trick gelernt. Mit etwas Hilfe von Brock. Brock war auch da? Ich... aber... darüber sprechen wir später. Schatzkarte? Ah, ein Skiendu aus dem Hochland. Früher hatte ich selbst auch einen. Du solltest ihn nehmen, Junge. Ja, Junge, nimm ihn. Vielleicht müssen wir uns unterwegs mal Butter aufs Brot schmieren. Genau deshalb kann dich niemand leiden. Purer Sarkasmus. Okay, da habe ich noch eine Kugel, aber da kann ich jetzt nicht. Machen und ich kann da auch nicht. Auch nichts rausziehen, okay. Gucken wir uns jetzt mal die anderen Räume noch an. Ich gehe davon aus, dass der Typ dem gegen den gleich kämpfen müssen, hundertprozentig. Das geht noch nicht auf. Das wird vielleicht gleich noch aufgehen. Alles andere ist zu. Ist das nur einer? Ist nur der eine? Ne, es sind sogar zwei. Das sehe ich gerade. Es sind sogar zwei. Weiß nicht, ob ich hier hochklettern muss, aber ich tue es einfach mal. Okay, es bringt mir nichts hoch zu klettern. Es bringt mir nichts. Doch, ich bin weiter oben. Warte mal, ich bin weiter oben. Da steht was. Haben wir denn hier nochmal so ein Lösungswort, was eintippen können? Was steht hier? Gedanken sind schneller als der Wind. Probleme eher mit dem Kopf lösen als mit den Füßen. Ist ihm nur recht. Hm. Nee, ich will noch nicht runter. Weißt du, für jemand so beliebten war Tyr echt paranoid. Ja, dank Odin. Mal Hack selber erhalten. Okay, gucken wir mal. Kann man eigentlich noch hergehen? Ne, noch her geht's nicht, ne? Nö. Gucken wir mal, ob wir das unten rausziehen können. Aber ist die Frage, wohin dann damit? Das ist nämlich gerade das, was ich mich eher frage. Wo soll ich das denn hinpacken? Bewegung, sonst verlierst du sie. Aber ich weiß ja nicht mal, wohin. Das ist das Problem. Oder muss die nach oben? Ach nee, warte mal. Wir können mal probieren, ob wir die da... ob wir die hier vorne reinkriegen. Ja, das hat funktioniert. Okay. Das ist aber nicht nett. Nö. Ich speichere mal jetzt. Muss man das erstmal angucken. Was haben wir denn da? Alle Durchgänge an den ja, wie komme ich da durch? Irgendwie ist mir das zu komisch. Warum? Thank you.
jetzt damit. Vergiss nicht, warum wir hier sind. Mach ich nicht. Und er sieht es. Er hat gesehen, er hat da drauf geschielt. Er weiß bestimmt, was das ist. Das stammt aus einem großen Wüstenland, sehr weit entfernt von hier. Leben dort Götter? Oh ja. Yeah. Viele, viele Götter. Gut oder böse? So einfach ist das nicht, fürchte ich. Fürchtet er. Oh, guck mal da. Durch Zufall gesehen. Da ist noch irgendwo eine, glaube ich. Ah, nee, das ist der Baum. Dann müssen wir gleich durch. Durch Zufall gefunden. Gibt es jetzt nur einen Weg? Ja, es gibt nur einen Weg. Das war aber jetzt nicht... Meine Pfeile machen immer nicht genug Damage. Die Frage, kriegen wir dann noch mehr Pfeile? Genau, Spaß für die ganze Familie. Jeden God of War Ei. Das ist jetzt nicht wichtig. Dir war es offenbar wichtig. Es war impulsiv. Schenke meinen Schwächen keine Beachtung. Wow, das war ja fast eine Entschuldigung. Zerschlägst wohl einfach gerne Tonwaren. Wir können hier nicht ohne die schwarze Rune weg. Komm schon, wir schaffen das. Aber muss ich jetzt wieder zu... Ach, ich muss schon wieder zurück. Achso, das ist der Ausgang. Logisch gesehen, okay. Sollte sich der zweite Ring so verhalten wie der erste. Ach, deswegen mussten wir auch nach oben. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich gegen die beiden Typen gleich kämpfen muss. Ich weiß nicht warum, aber ich bin der Meinung, dass die gleich erwachen werden. Und dass die beide wahrscheinlich dann auftauchen. Weil es ist zu offensichtlich, dass das passieren wird. Okay, lass uns mal eben hier die Gesundheit snacken. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo kann ich das Ding denn hinpacken mit dem Wind? Das ist nämlich gerade das Problem. Wo soll ich die hinpacken? Und da kann ich die Rune wegholen. Wo soll ich die reinpacken?
Ja, oder muss ich die unten rausziehen und... Ach nee, warte mal, da oben. Ah, okay. Jetzt, ich glaube, ich muss die da rausziehen und hier reinpacken. Kann das sein? Nur mal gucken, wo ich die am besten ziehen kann. Ich komme da nicht dran. Und da komme ich nicht dran. Und hier vielleicht? Komme ich auch nicht dran. Ja. Bin ich jetzt direkt davor? Aber da könnte ich die zum Beispiel reinpacken, aber ich kriege die nicht rausgezogen. Die Reichweite gar nicht. Ne. Oder kriege ich die von unten weg? Eher unwahrscheinlich, aber wir probieren es mal. Das wüsste ich jetzt nicht, wie ich die... Wir fallen dann in 10 Sekunden da hoch. War schon ein bisschen tricky. Komm her. Ne, das wird nichts. Das dauert zu lange. Ich brauche schon über 10 Sekunden, bis ich da oben bin. Das wird nichts. Wenn ich die da reinmachen muss. Das könnte wohl eher klappen. So geht das. Es ist aber die Frage. Ach, jetzt habe ich doch noch einen gewissen Countdown. Okay, das heißt, ich habe immer noch eine gewisse Lücke. Das ist gar nicht so einfach, würde ich jetzt behaupten. Ja, wo soll ich die jetzt reinpacken? Das ist jetzt ziemlich beschissen, muss ich sagen. 10 Sekunden ist irgendwie zu wenig. Muss mal rüber auf die andere Seite, muss man nochmal genauer gucken. Müsste die da erwischen? Gibt es zwei Möglichkeiten, das offen zu halten? Ja, der ist da, aber ich weiß, bin mir noch nicht so sicher, wie das funktionieren soll. Ja, ich bin da noch nicht... Du kommst da halt einfach nicht dran in dem Moment, ist das Problem. Ach, guck mal, jetzt steht der eine. Ja, das ist doch doof, sowas. Jetzt kann ich den anderen nicht mehr bewegen. Und ich weiß nicht, wie muss ich die denn drehen? Es gibt ja keine Hinweise darauf. Da muss das immer so sein, dass das oben irgendwie mit dem passt.
Ich weiß nicht, wie diese Rätsel funktionieren soll. Das ist das Problem ja gerade.